Die nächste Abstimmung kann ausgewertet werden und... Yo Leute, was geht? Oh, ich hab voll gegen die Kamera gehauen. Und willkommen zu einem weiteren Video, beziehungsweise zu einem weiteren Daily Vlog. Heute starten wir den Daily Vlog mal hier draußen, denn wir werden auf jeden Fall gleich einkaufen gehen. Und ihr bestimmt auf Instagram, wie ich meine Minibars füllen soll. Ich habe ja zwei Minibars zu Hause und die sind komplett leer wieder. Was hast du gemacht, AJ? Capri-Sonnen gesnackt. Der Typ ist auf jeden Fall richtig süchtig nach Capri-Sonnen. Ja, ihr entscheidet auf Insta dann, wie ich die fülle, also was ich für Getränke kaufen soll, wie viele und so weiter. Jo, Skaten macht gerade so Bock. Ich hau jetzt First Try ein Late Shove raus und danach ein 360 Shove und danach ein Double Kickflip. Easy First Try. Oh nee, der Double Flip geht besser. Der 360 Shove geht eigentlich auch besser. Irgendwie wollen die beiden Tricks nicht dafür. First Try Inward Heel Flip. Gib ihm. Weißt du, was das ist überhaupt? Nee, auf keinen. Okay, hier vor der Kreuzung. Easy, First Try. Ja, der war doch easy, würde ich sagen. Aber jetzt geht es erstmal zu. Ich bin so außer Puste, ne? Also das erste, was ich poste, ist die Fritz Cola. Mal gucken, ob ich die kaufen soll. Das entscheidet ihr auf jeden Fall auf Instagram. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich ja, weil ich kann gerade ein bisschen Flüssigkeiten vertragen. Oh, Wasser ist natürlich viel geiler, deswegen hoffe ich, dass ihr doch für Wasser stimmt. Kommt auch in meine Story. Bitte stimmt für ja. Obwohl ich da keinen Einfluss drauf habe jetzt gerade. Alter, mir ist so heiß. Genau, genau. Okay. Diesmal Spezi und Club Mate. Da lasse ich euch entscheiden, was ich kaufen soll, weil ich finde beides gleich und für eins müsst ihr euch entscheiden. Ich sage, dass alle für Spezi sind. Und du? Ich sage auch Spezi. Okay. Okay, bei der ersten Abstimmung ist was rausgekommen. Bei der ersten Abstimmung habt ihr für ja gestimmt, deswegen nehmen wir davon drei mit. Alle guten Dinge sind nämlich? Drei. Nee, vier. Drei. Drei. Super. Jo, Alter, ich habe das Gefühl, ich explodiere gleich, ne? Ich bin so richtig rot, oder? Nö. Okay, dann bin ich so voll blass und einfach nass. Blass, nass. Ich werde Rapper. Auch beim Wasser haben sie für ja gestimmt. Ehrenmänner und Frauen seid ihr auf Insta. Wenn ihr auch Ehrenmänner oder Frauen werden wollt, folgt mir auf Insta, ich heiße der Artus Weichert. Und wir stehen vor den 70.000 Abonnenten. Followern, ja. Genau. Stimmt, das heißt Abonnenten jetzt, du hast recht. Puh, Wasser ist auch eingepackt. Und bei der anderen Umfrage, ob Spezi oder Club Mate, ist auch natürlich Spezi rausgekommen. Die drei kommen auch mit. So, die nächste Umfrage wurde gepostet. Capri-Sonne, Monster-Alarm oder Orange? Und ihr habt abgestimmt für Monster-Alarm. Ja, habe ich auch viel mehr Bock drauf, weil ich bin ein richtiges Monster. War ich ein Monster? Schon, oder? Gruselig. Safe. Okay, die nächste Abstimmung ist gepostet. Maracuja oder Apfel-Kiwi? Ich habe, glaube ich, Kiwi-Apfel geschrieben, ist aber auch nicht so schlimm. Auf was hast du mehr Bock? Maracuja, weil ich das, glaube ich, noch nie getrunken habe. Ich glaube, ich auch nicht. Kiwi-Apfel hat ja jeder schon mal getrunken oder Apfel-Kiwi. Okay, können wir nichts machen. Kiwi, Apfel, Apfel-Kiwi hat gewonnen. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. So, die letzte Umfrage. Red Bull, ja oder nein? AJ hat es vorgeschlagen. Ich bin gespannt, ob er sein Red Bull bekommt. Ich würde vielleicht auch eins trinken, weil ich bin momentan echt müde. Bald darf ich auch wieder nach Berlin fahren, aber das wird auf jeden Fall krass. Es lohnt sich. Bleibt auf jeden Fall gespannt und abonniert den Kanal, damit ihr bald wisst, worum es geht. Es wird einfach nur krass. Und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, oder AJ? Oh, nee, auf keinen Fall. Und folgt mir auf Insta, dann bekommt ihr es vielleicht schon früher raus. Die nächste Abstimmung kann ausgewertet werden. Oh ja, wir sollen Red Bull kaufen. War ja auch klar, dass Red Bull jetzt gewinnt, ne? Man könnte sagen, nach der Schelle von gestern bin ich auch Red AJ. Flachwitz. Okay, das genügt erstmal. Und damit gehen wir zur Kasse. Wow, komm her. Und wieder raus. So, wir sind wieder bei mir an der Wohnung und wie oft sage ich diesen Satz in meiner YouTube-Karriere? Oft. Oder wie oft habe ich ihn gesagt, besser gesagt? Gesagt, 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 halt's Maul, Mann. Okay. Okay, also, hier haben wir alle Getränke, die Mütze lasse ich auf, weil meine Haare locker richtig verkackt aussehen. Nur die Frage ist halt, wen juckt's?
Wir haben Active O2, wir haben Fritz Cola, wir haben Wasser, wir haben Paulaner Spezi, wir haben Red Bull, wir haben Capri-Sonne, Monster-Alarm, wir haben genug. Oh, hier ist ja die andere Tüte. Und die Minibar sieht wie folgt aus. Da ist irgendwas runtergefallen. Sie ist einfach completely leer, das heißt, wir stellen da schon mal schön Red Bull rein, aber natürlich machen wir die Verpackung auf. Monster-Alarm kann in die andere, oder? Ja. Hier kommt noch Active O2. Perfekt, ja, es passt. Ich hoffe, hier sind keine Glasflaschen bei. Nö. Ah! So, habe ich mich einfach auf die Capri-Sonne gesetzt. Fast wäre sie zerfetzt. Oh, damn. Okay, das Wasser kommt auch in die andere Minibar. Active O2 kann hier noch rein. Die beiden und die auch noch, kommen die auch noch. Für die Minibar reicht das. Und alle anderen Getränke kommen in die andere Minibar im Büro. Und ich würde sagen, AJ, ich schnipse dich da schon mal hin, okay? Oh, alles klar, oh mein Gott. So, jetzt sind wir in meinem Büro und hier steht meine Coca-Cola Minibar. Die wird gefüllt und wir gucken mal rein. Hier ist auch nichts in der Minibar drin. Wer war hier wieder am Werk? AJ. Ey Junge, Digga, guck mal. Du wirst auch bald so rot wie die Cola. Flachwitze beiseite, die Cola ist auch beiseite und hier steht noch eine Capri-Sonne und du sagst zu mir, wir haben keine Capri-Sonne mehr. Oder wurde die geöffnet? Nein. Bottle Flip. Klappt nicht. Okay, hier kommt die Fritz Cola so rein. Ah, die letzte passt natürlich nicht. Und die Capri-Sonne, Alter, darauf habe ich am meisten Bock. Wenn die so richtig kalt ist, schmeckt die so geil. So geil. Checkst du? Michael, Digga, Grüße gehen raus an dich. Checkst du? Check dir. Fuck! Und das Lebenselixier unten rein. Komm mal zum Papa-Rang hier. Guck dir das mal an hier. Ja, das ist schön, ne? Warte, okay, 1 auf 7. Wie macht man das? Warte, lass mich probieren. Warte, macht der nicht irgendwie so? 1 auf 7! Ich glaube schon, ja. Okay, die kann geschlossen werden, aber halt, ich trinke noch Wasser. Oh. Oh. Könnt ihr das, wenn ihr euch in so einem Deckel einklemmt? Was geht bei meiner Stimme? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Okay, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dass Instagram entscheiden durfte, wie ich meine Minibars Sprachenlernen Bubble auffülle, dann schreibt es auf jeden Fall runter in die Kommentare. Wenn ihr noch einen Teil sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da und ich frage nach 100 Jahren mal wieder nach einem Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Haut auf den Abonnieren-Button und werdet Teil der krassesten Community auf YouTube. Und dann würde ich sagen, Leute, folgt mir auf Instagram, da ist ich Arte2Kids jetzt zusammengeschrieben. Ich bin total nass. Bis morgen zu einem weiteren Daily Vlog. Haut rein und Peace. Ich bin dein Kamel. Peace. Falls ihr noch keinen Safe-Merchandise habt, dann checkt auf jeden Fall mal meinen Shop aus und gönnt euch Safe-Merch. Safe. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Messing one of us, you be